Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip, der Autopodcast, oder andersrum gesagt zur zweiten Folge über den Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid. In der vorherigen Folge hat uns Stefan Büttner ja viel über die Technik des Autos erzählt. Jetzt machen wir den Praxistest im Alltag und schauen mal, ob das alles wirklich so einfach ist, wenn man noch nie einen Plug-in Hybrid gefahren ist. Bevor es aber losgeht, gibt es natürlich den Optikcheck. Die Designer haben der Front einen klar konturierten Look spendiert. Vergleichsweise schmale Scheinwerfer, Chromelemente und Lufteinlässe geben ihm ein charaktervolles Gesicht. Auch an den Seiten, da gibt's keine Spielereien. Klare Linien auch hier, dazu große Rathäuser mit schicken 18 Zoll Rädern und der silbernen Dachreling lassen den Outlander Plug-in Hybrid hochwertig und zeitlos erscheinen. Und auch wenn er mit fast 4,70 Meter Länge ein stattliches SUV ist, wirkt er nicht so plump wie meinetwegen ein BMW X3. Der ist in Wirklichkeit auch nur wenige Zentimeter länger, schaut aber neben dem Outlander echt pummelig aus. Hinten finden sich dann mehr Linien, die dem Heck so seine Dynamik geben. Klar spielt da auch der Heckspoiler mit. Der ist nicht nur Optik, sondern optimiert die Aerodynamik am Heck. Die Heckklappe geht elektrisch auf und ja, hier im Kofferraum gibt's auch noch eine kleine Klappe, in der die Ladekabel ihren Platz haben. Damit kannst du den Outlander an einer 230 Volt Steckdose oder auch an einer Ladesäule betanken, das Ganze sogar als Schnellladung. Und ich finde gut, dass die Kabel hier ihren festen Platz haben, denn dann weiß man immer gleich, wo man suchen muss. Ach ja, und wenn wir schon mal im Kofferraum sind, der ist natürlich groß genug für Transporte aller Art. Egal, ob du jetzt in den Urlaub mit der Familie fährst, einen Großeinkauf machst oder auch deine Sportgeräte transportierst. Ein halber bis maximal 1,5 Kubikmeter gehen hier hinein. Oder andersrum gesagt, 6 Wasserkisten einladen, überhaupt kein Problem. So, jetzt machen wir die Klappe wieder zu, das geht natürlich auch per Knopf. Jetzt geht's erstmal ab hinter Steuer. Ich bin voll neugierig, wie sich der Outlander Plug-in Hybrid fährt. Hinein. So, ich sitze schon mal gut. Der erste Eindruck, man sitzt hoch und hat eine gute Übersicht. Das Auto ist, obwohl es ein großes SUV ist, echt übersichtlich. Auch vielleicht dank der großen Fenster. Platz, den gibt's hier im Cockpit und auf der Rücksitzbank mehr als genug. So, und jetzt lass uns fahren. Ich nehme wieder den Starterknopf als Zeitmaschine und wir hören uns gleich wieder. Kuckuck, da bin ich wieder. In der Zwischenzeit war ich beim ADAC GT Masters in Zandvoort und auf dem Nürburgring und ich bin auch viel in Innenstädten herumgefahren. Insgesamt waren das 1817 Kilometer. Und auch wenn ich schon viele Autos gefahren bin, ist der Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid ein Erlebnis. Das liegt natürlich am Antrieb, aber lass mich kurz vorher nochmal über die Ausstattung sprechen. Ich habe mich hier an Bord echt wohl gefühlt und dabei war es egal, ob es nach Holland ging oder nur zum Bäcker. Die Sitze, die sind super bequem. Eine passende Sitzposition findet jeder Neuling schnell. Dank des umfangreichen Assistenzpaketes ist das Handling im Alltag echt bequem und natürlich auch sicher. Obwohl der Mitsubishi fast 4,70 Meter lang ist, sind Parkhäuser kein Schreckensszenario. Die Parkassistenten und auch die 360-Grad-Kamera helfen beim Ein- und Ausparken. Das Infotainment-System ist state of the art. Du kannst dein Smartphone ganz locker einbinden, egal ob es jetzt ein iPhone oder ein Android-Gerät ist. Für mich ist die größte Faszination aber der Antrieb. Denn der Outlander ist völlig anders, als du das vielleicht von anderen Hybridautos kennst. Während du damit meist bis zu 2 Kilometer mit gemäßigter Geschwindigkeit elektrisch fährst, bis der Motor anspringt, ist das im Outlander anders. Vom Weg zum Büro und wieder zurück hat sich der 2,4 Liter Benziner nicht einmal gemeldet. 17 Kilometer hin, elektrisch. 17 Kilometer zurück, auch wieder elektrisch. Und das auch bei Landstraßentempo. Das ist schon richtig cool. Ich habe ja erzählt, dass ich zu verschiedenen Rennstrecken unterwegs war. Das klappt natürlich nicht rein elektrisch. Aber zumindest bis zur Autobahn hat das funktioniert. Und ab da war dann der 135 PS Benziner gefragt. Du musst aber keine Angst haben. Auch auf der Autobahn bist du keineswegs untermotorisiert. Die beiden Elektromotoren schieben immer mit an, wenn du beschleunigst und bringen es so auf eine Systemleistung von 224 PS. Es fühlt sich aber nach deutlich mehr an. Dass nach den 1817 Kilometern der Verbrauch bei knapp unter 7 Liter liegt, das ist den langen Autobahnetappen geschuldet. Je mehr du in der Stadt unterwegs bist, je niedriger fällt der Verbrauch aus. Während die bekannten Hybridautos Benziner sind, die von einem Elektroantrieb unterstützt werden, habe ich beim Outlander Plug-in Hybrid immer den Eindruck gehabt, dass ich in einem Elektroauto unterwegs bin, das zur Unterstützung einen Benziner an Bord hat. Das kannst du zum Beispiel beobachten, wie er mit der elektrischen Energie umgeht.
Im Hybrid ist es so, dass, wenn die Batterie leer gefahren ist, der Motor anspringt und sie wieder volllädt. Oft nur bis zu 80%, aber das hat etwas mit der Auslegung des Systems zu tun. Der Outlander Plug-in fährt unter normalen Umständen zuerst die Batterie völlig leer und erst dann springt der Motor an. Ist dann wieder etwas Strom in der Batterie, wird die wieder leer gefahren, wenn es möglich ist. Also er lädt die Batterie nicht zuerst wieder völlig auf, sondern fährt so schnell und so viel elektrisch wie möglich. In der vorherigen Folge hat Stefan Büttner ja gesagt, dass dieses Auto zur Entschleunigung beiträgt. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich bin selten so relaxed und auch komfortabel unterwegs gewesen, egal ob auf kurzen oder auf langen Strecken. Stefan hat ja auch gesagt, dass man dieses Auto erleben muss. Und deshalb kann ich dir am Ende nur den Tipp geben, mach eine ausgiebige Probefahrt. Du wirst bestimmt genauso beeindruckt sein wie ich. Und das geht ganz einfach. Die Mitsubishi-Händler haben den Outlander Plug-in-Hybrid als Vorführwagen. Also wenn du vorhast, dir ein SUV in dieser Größe zu kaufen, kann ich dir echt nur den Tipp geben, fahr mal den Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid, auch wenn du den nicht vorher auf dem Zettel hattest. Also wenn du meinetwegen vorhattest, einen Ford, einen BMW, einen Mercedes, einen Audi oder sonst was zu kaufen. Der Outlander Plug-in-Hybrid ist ein Auto, was einen wirklich überzeugen kann, auch wenn man es wirklich vorher noch nie irgendwie auf der Liste stehen hatte. Darum mein Tipp, einfach mal zum Händler hingehen, fahren und bild dir selber deine Meinung. Ich glaube, es ist ein Auto, was dich begeistern könnte. So, ich packe dir aber auch noch ein paar Links in die Shownotes. Dort kannst du dann zum einen mehr über den Outlander Plug-in Hybrid erfahren und zum anderen kannst du auch gleich herausfinden, wo der nächste Händler ist. Und das war's für heute. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis denn dann und gute Fahrt. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.